Nichts ist im irdischen Leben hinderlicher, dem Emporklimmen zu hehe, als der fortgesetzte Versuch der irdischen Gütervermehrung. Es gibt dem Mensch so viel Kraft unnütz dahin, die er nun dem einen Ziel zuwenden sollte, geistiges Gut zu vermehren. Je mehr er nur den Erdenreichtum anstrebt, desto weniger kann er sich mit der Fortentwicklung seiner Seele befassen und desto ferner liegt ihm auch der Gedanke, was nach seinem Tod aus ihm wird. Er lässt sich von solchen kurz auftauchenden Gedanken nicht schrecken und wendet seine Aufmerksamkeit gleich fort nur der irdischen Tätigkeit zu, sucht größtmöglichsten Nutzen daraus zu ziehen und bleibt also in ständigem Verband mit der Materie, die er doch während seines Erdelebens überwinden soll. Es ist dies umso bedauerlicher, als es ihm nun auch an Kraft mangelt zum geistigen Streben, denn sein Hang nach irdischem Besitz lockt alle unlauteren Kräfte an, die ihm unterstützen, während die gute geistige Kraft immer weniger Einfluss auf ihn gewinnen kann und also der Kampf zwischen guter und böser Kraft außerordentlich beharrlich geführt werden muss und der Wille des Menschen zuerst dazu benötigt wird, um einen endgültigen Sieg zu erfechten. Und dieser Wille muss sich abwenden von irdischem Verlangen, sonst ist es nimmermehr möglich, Übermacht zu bekommen in dem Kampf wider das Böse. Wer unausgesetzt nur seinen irdischen Vorteil im Auge hat, kann unmöglich mit den Kräften in Fühlung treten, die alle Materie längst überwunden haben. Er richtet selbst durch dieses Verlangen eine Schranke auf zwischen sich und den ihm beistehen wollenden geistigen Kräften, und es muss der menschliche Wille zuerst tätig werden, diese Schranken einzureißen, dann erst haben die guten Kräften Zugang zu ihm und können ihren Einfluss geltend machen. Es fällt so nach den Materialisten außerordentlich schwer, geistig Gebotenes anzunehmen. Ihm fehlt einfach jedes Verständnis dafür, weil nur jene Kraft auf ihn Einfluss hat, die eifrigste Gegner ist von dem, was als lauteste Wahrheit den Menschen geboten wird. Diese Kraft wird natürlich den Ablehnungswillen im Menschen verstärken. Ihm mangelt es an Erkenntnis, er tut von sich aus nichts dazu, diesen Mangel zu beheben, und also wird es unsagbar schwer sein, einem Materialisten das Evangelium zu predigen. Es werden die Worte Gottes nur Leerschall sein, und seine Gedanken werden in Kürze wieder abschweifen zu seinen irdischen Angelegenheiten, die ihn voll und ganz beherrschen und somit das größte Hindernis sind zur Fortentwicklung der Seele. Darum muss erst der Mensch den Nichtigkeitswert alles Irdischen erkennen lernen, ehe er an seiner Seelenarbeit erfolgreich beginnen kann. Er muss hingewiesen werden auf das Nutzlose seines Erdelebens, er muss hingewiesen werden auf die Vergänglichkeit dessen, was sein ganzes Denken erfüllt. Es muss ihm vor Augen geführt werden, dass der Mensch letzten Endes den Verderb des Irdischen, seinen Verfall nicht aufhalten kann, wenn es göttlicher Wille ist, dass es der Vernichtung einhamfällt. Er wird unter seinen Händen allen seinen Besitz vergehen sehen müssen,
um endlich sich zu besinnen auf die Werte, die Bestand haben und irdischen Tod überdauern. Amen.